Yeah, play the newest music first. Und wir spielen euch die neuesten Apps first. Was ist los? Was machst du da? Warte doch mal, ich muss mich erstmal hinsetzen. Wenn ich mich falsch hinsetze, mein T-Shirt ist heute sehr knapp bemessen. Ja. Ne? Und wenn ich mich falsch hinsetze, dann kommt der Tom nicht mehr so nah ran an mich. Dann hält er Abstand. Und außerdem ist das Sofa sehr kalt. Hier ist und es meine eh Nieren, allgemein ziemlich kalt. Und meine Nieren. Ja. Meine Nieren, Emmy. Ja. Davon habe ich nur noch zwei. Ja. Die, tun, die sind ziemlich kalt. Ja. Ist doch so, wenn man eine Niere spendet, dann hat einer drei und man selber hat nur eine, oder? Nee. Aber du hast doch... Ach Mann, wir wollen doch nicht über Nieren sprechen, wobei vielleicht sind auch Rezepte für Nieren hier drin. Oh, Schweinenierchen? Weiß ich nicht. Hast du schon mal Schweinebäckchen gemacht? Nein. Das habe ich neulich gelesen, das soll sehr lecker sein. Sehr, sehr lecker. Ich bin, ja auf, Weg, ich bin ja auf dem Weg wieder vegetarisch. Alles klar, zeig doch mal eine App. Sag doch sagen, ich sage ja nicht, du musst es werden, aber ich, wilde Küche. Nein, nee. Vor allen Dingen habe ich nach dieser App Lust, Vegetarier zu werden, denn bevor ich euch ein paar Rezepte zeige, zeige ich euch mal den Link hier unten, Wissen. Und da kann man sich die Tierchen angucken, die man dann essen will. Die vegetarischen Sonnenanbeter vom Waldesrand. Geil. So sehen sie aus. Oh, oh geil. Ja, die Ziegen. Komm her, blablabla. Ich esse dich. Na, ich finde es ja ganz gut. Und man sollte sich schon damit auseinandersetzen, was man da isst. Ah, klar. Aber es kommt ja nicht darauf an, jeden Tag Fleisch zu essen, sondern es kommt darauf an, eine gute, ausgewogene Ernährung zu finden. Und dafür ist die App ja schließlich ein guter Start. Aber hier steht, Dammhirsche sind reine Vegetarier. Und dann fressen wir sie. Dammhirsche? Ja, sie fressen Gras, Kräuter, Sträucher, Früchte, Getreide und Laub. Ich gehe nicht darauf ein, warum du gerade lachst. So, und dann, gelacht? Weiß ich auch nicht, dann haben wir die schnüffelnden Borstentiere. Zum Beispiel. Wie süß. Boah, die sind so lecker. Ha, guck mal, die lachen sich richtig allen kaputt, weil sie wissen, sie sind auf dem Teller ernst, mit Ketchup. Ich finde es ja gut, dass man sich damit auseinandersetzt, aber hast du wirklich Hunger da drauf, wenn du diese Bilder siehst und dann auf die Rezepte gehst? Ja, klar. Ich nicht. Ach so, du meinst, das ist umgekehrte Psychologie, dass die uns probieren, durch diese Bilder das nicht mehr schmackhaft zu machen? Nein, ich glaube, dass es schon gut ist, dass man sich damit auseinandersetzt, was bei einem auf dem Teller liegt. Aber wenn ich die so sehe, habe ich definitiv keinen Bock mehr, Asia-Dammwild zu essen. Bobenwalder-Dammwild-Ragout oder Dammwild-Fleischkäse. Willst du das mal ausprobieren? Oftmals hat man ja in unserer heutigen Zeit Skrupel davor, Dinge zu essen, wo man vorher wusste, dass sie mal lebten. Geht in den Supermarkt, da gibt es ja immer nur Fleisch, so was abgepackt ist und so. Ne? Ich glaube, man muss sich da mit dem Gedanken einfach mal so anfreunden. Ja, du hast total recht, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Hunger mehr. Sollen wir mal ein Schweinchen in die Sendung einladen und so schlachten? Wir machen dann keine Hausschlachtung, wir machen Studioschlachtung, Emmy. Vielleicht können wir das mal machen. Was hat das jetzt mit Apps zu tun? Das erkläre ich, nachdem ich das Blut von meinen Fingern abgewischt habe. Okay, also Dammwild Fleischkäse zum Beispiel. Dammwild Fleisch abspülen, trocken tupfen und von Haut und Sehnen befreien. Mhm. Vom Schweinebauch Schwarten und Knochen entfernen, den Speck klein schneiden, zusammen in eine Schüssel geben und ins Tiefgefrierfach legen. 20 Minuten lang. Anschließend das Fleisch durch den Fleischwolf drehen. Die Fleischmasse für weitere 20 Minuten tiefkühlen. Da kann man hier nämlich drauf gehen und was ganz cool ist, guck doch mal bitte. Ja. Hör doch mal auf, Man kann hier drauf gehen und dann wird schon der Timer wird gestartet. In dem Rezept ist das gut gemacht. Hör doch mal bitte ganz kurz auf. Guck doch mal bitte. Ja. Drauf gehe ich und dann startet hier unten der Timer. Ah, cool. Das ist echt ganz gut. Oder hier 90 Minuten muss man das machen. Man kann Favoriten setzen, man kann sich noch andere Rezepte durchgucken. Aber du isst heute Brokkoli, sagst du. Also. Ja. Bärlauch Gnocchi mit Frühlingsgemüse. Das Gnocchi. Ist was mit Gnocchi. Gnocchi. Wir hatten einen in der Schule, der hat immer Gnocchi gesagt. Und der trägt auch Donner-Carin-Hosen, hat er immer gesagt. Donner-Carin und Gnocchis essen. Yam-Yam. Yam-Yam. Ich hab definitiv Hunger. Wilde Küche wird bei mir von der wilden Küche in meine Chaos-Küche reingesetzt. Denn da sind viele schöne Rezepte drin, die sicherlich alle gut schmecken, auch wenn die Tiere vorher lustig durch den Wald gesprungen sind. Vor allen Dingen ist es wirklich gut gemacht. Also es lohnt sich, die runterzuladen für 2,69 €.